alle Leute oder viele Menschen glauben, Krafttraining ist nur um Kraftraum. Viele Menschen glauben, Krafttraining ist nur mit Gewichten. Was ich dir hier zeigen möchte, sind Übungen, um direkt einen Transfer wiederum herzustellen zwischen dem Landtraining und dem Wassertraining. Das wir nennen das Beinkrafttraining. Das habe ich schon damals mit der Sandra Völker gemacht, mit Therese Alzheimer oder Mark Forster schon in den 90er Jahren. Diese Übungen sind dafür geeignet, ein Beintraining, was wir im Wasser absolvieren, wenn wir mit kurzen, harten Antritten, 25er, 50er Max, in Beine schon mit und ohne Flossen vorzubereiten. Dafür machen wir hier Serien zwischen 10 mal 20 Sekunden bis 5 mal 2 Minuten, je nach Saisonabschnitt. Die Idee ist es, du legst sie quasi hin in eine horizontale Lage und versuchst eine große Amplitude herzustellen mit deinem Beinstand. Also die Füße sind sehr stark nach innen gerichtet, die Beine schwimmen auf. Und die Amplitude kommt weiter zu mir ein bisschen. Ja. So, ein bisschen nach innen drehen. Genau, und jetzt eine große, noch größere Amplitude. So, und jetzt ein bisschen dynamisch schneller. Komm, hopp, 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 hopp. 5 Sekunden schnell, du kannst. Komm, und jetzt, mach, 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 mach. Und raus. So, du merkst, es ist also nicht nur eine Bauchübung, eine Rückenübung, das gleiche kann man auch im Kraulbein machen. Dreh ich nochmal um. Da hält sich vorne fest wie am Schwimmbrett. Hüfte wahrscheinlich an die Kante. Genau, hier an die Kante, der hält sich vorne fest, anspannen in diesem Bereich und wieder größer, noch größer, 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 kannst du oben arbeiten. Perfekt. Genau das ist der Punkt. Du kannst den Schluss machen. So, mit dieser Art von Übung kombiniert mit Sprintübung im Wasser, 25er, 50er, Beine, Flossen, Max ist eine hervorragende Art, den Beinschlag, der immer wichtiger wird heutzutage, weiter zu forcieren. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen an uns habt, wenn ihr vielleicht als Trainer zu Hause nicht wisst, wie ihr das Krafttraining mit eurem Schwimmtraining kombinieren sollt, wie ihr es auch periodisch einsetzen sollt, dann haben wir eine kleine Idee für euch. Schaut mal auf der Seite schwimmtrainer.de vorbei. Da bieten wir von Swim Performance zusammen mit Dirk Lange ein paar Hilfestellungen, Seminare, Tipps, Lehrgänge an, wie ihr euch als C-, B- oder A-Trainer vielleicht noch in dem einen oder anderen Bereich etwas weiterbilden könnt. Schaut mal vorbei, es gibt viele Informationen, viele Anreize. Das war's von uns. Mir haben die Übungen Spaß gemacht. Macht's gut von uns beiden. Ciao.